Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin so müde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh mein Gott. Ich habe 5 Stunden geschlafen. Das geht noch. Die letzten Tage waren es manchmal nur 2-3 Stunden. Moritz ist auch schon wieder wach, deswegen bin ich aufgestanden. Der ist gerade nach oben gekommen. Wir haben es kurz vor 6. Wir starten zusammen in den Tag. Friedi schläft noch, Pauline guckt ein bisschen. Tablet habe ich ihr erlaubt, damit die Friede noch weiter schlafen kann. Und ich bereite jetzt gleich mal Frühstück vor. Und ich muss das Badezimmer aufräumen, weil meine Hunde so lieb waren und mir hier ein Chaos hinterlassen haben. Da hat jemand mit der Klopapierrolle gespielt. Ist einfach alles zerfetzt. Ich weiß, du warst das nicht. Ich weiß, wer das war. Die liebe Bella. Müssen wir jetzt auch noch aufräumen. Jo. Jo. Bella, nein. Hey! Frieda und Pauline haben heute Nacht bei uns geschlafen, weil Alex heute Morgen mit Leona um 4 Uhr zum Flughafen ist. Und deswegen ist gerade so ein bisschen alles durcheinander, nicht so wie sonst morgens. Alle sind viel früher wach. Moritz ist kurz aufgewacht, als Alex und Leona das Haus verlassen haben. Deswegen, Frieda schläft da oben noch, die anderen gucken ein bisschen, damit Frieda noch ein Heiern machen kann. Wenn ich sie jetzt rausnehme und in ihr Bett bringe, dann schläft die auch nicht mehr. Ich lasse das hier mal kurz so, Licht an bei Moritz, weil zwischendurch geht er runter und spielt. Da freue ich mich immer besonders drüber, dass er so ein bisschen selbstständiger wird. Aber was leider passiert ist gestern beim Spielen von unserem Klangturm, sind die Blätter abgegangen. Die muss ich kleben. Ich bin heute eh im Baumarkt, dann nehme ich Bastelkleber mit oder Holzkleber und hoffe, dass das wieder hier zu reparieren ist. Ich fahre heute nämlich zum Baumarkt. Die Kinderfee kommt vormittags. Zimmer von den Mädels kümmern. Ich wollte die Tischplatte abschleifen und lackieren. Da wollte ich euch mitnehmen und so ein bisschen umgestalten. Das Zimmer bleibt jetzt erstmal die nächsten Tage leer. Das Faultier ist auch am Start. Die haben noch Handgepäck mit. Die sind jetzt 2 Tage auf dem Festland. Danach die Woche sind die in London, also wir sehen sie erstmal. Ich sehe meine Familie, die halbe Familie irgendwie erstmal die nächste Woche nicht. Was ich ultra süß finde, Leona hat im Internet herausgefunden, wie man sich selber Sticker machen kann. Das ist super cool. Man braucht dafür Backpapier, Bilder, die man sich ausdruckt oder die man selber kreiert. Und dann einfach nur Tesafilm drüber und dann kann man das ganz einfach von einem Backpapier lösen. Wir machen hier gerade Eingewöhnung. Das ist auch nochmal alles so ein bisschen anders, ne? Komm her. Du willst da reingehen, Küchen. Genau. Fein bist du. Wo ist Bella? Hm? Ich habe gerade Bella mit rausgenommen. Zum Kennenlernen. Immer wieder hier im Wechsel. Ja, super. Gerade ein bisschen gejault, ne? Sobald sie in der Gruppe integriert ist und angenommen wird, kann ich euch auch alle wieder zusammenlassen, ne? Aber das ist immer so am Anfang, ist ein bisschen schwierig. Eingewöhnungszeit hatten wir letztens ja sehr fein. Ja, fein. Fein. Fein, Bella. Bella hat sich heute Morgen etwas erschrocken. Fein. Ich heute Morgen etwas erschrocken, ne? Als auf einmal der große weiße Bär vor der Tür saß. Ihr gewöhnt euch alle dran. Aber du bist nicht alleine, du hast ein schönes Hundefoto, ne? Nein. Es ist langsam hell bei uns. Hat jetzt gut 20 Minuten gedauert, dass ich draußen war. Ich habe gerade einmal den Balkon gewischt. Das muss man mit Hunden einfach zwischendurch mal machen. Da ist die kleine Maus. Die ist sehr, sehr, sehr gerne im Garten. Das ist schön. Ich kümmere mich jetzt um unser Frühstück. Alle Kinder sind wach. Und ich räume jetzt hier auch noch auf. Das ist nämlich auch noch gestern Abend liegen geblieben. Real life, Leute. Papier muss raus. Muss abgewaschen werden.
Ich habe Glück, ich kann direkt die Spülmaschine einräumen. Das mache ich jetzt nebenbei. Und dann gibt es Frühstück für uns. Moritz hat sich gerade schon eine Reiswaffel geschnappt, ne? Die isst er sehr gerne. Also die essen, glaube ich, alle gerne Reiswaffeln. Gestern Abend haben wir uns noch eine Bowl gemacht. Das muss auch noch alles weggeräumt werden, deswegen ist das hier ein bisschen chaotisch. Ich habe noch Baguettes von gestern, es gab Indisch. Hundefutter steht hier noch rum. Boah, guck ich dir das schnell raus. Mama? Ja? Wo ist Sunny? Draußen, da. Die darf aber gerade nicht rein, ich muss immer noch dabei bleiben, ja? Nie alleine die Tür aufmachen wegen Sunny. Ich muss immer dabei sein. Also wir persönlich machen das so, mit der Eingewöhnung der Hunde, dass wir die Hunde nicht einfach laufen lassen. Viele sagen ja, die Hunde klären das unter sich. Ich sehe das einfach anders. Oder Alice und ich sehe das einfach anders. Es ist immer noch ein Risiko, das ist das Zuhause von unseren Hunden. Und wenn ein neuer Hund dazukommt, dann kann es schon mal sein, dass die Hunde auch zeigen, ey, das ist mein Zuhause. Und ich will sicherlich nicht, dass ein Welpe die Erfahrung macht, die Negativerfahrung macht. Und unsere Hunde sind wirklich super, super lieb. Sie haben noch nie gebissen. Wenn sie sich genervt oder bedroht fühlen von anderen Hunden, dann täuschen sie schon mal an, ne? Und zeigen das auch, wenn die keinen Bock haben. Das ist auch richtig so, das ist die Kommunikation. Trotzdem sollen sie ja mit dem neuen Hund schöne Erfahrungen machen. Was ich aber sagen kann, und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, bei uns ist das eingetroffen, nach der Kastration von unserer Heidi ist sie deutlich wachsamer, zurückgezogener, ruhiger, sie frisst mehr. Aber das sind einfach die Dinge, die mir persönlich auffallen. Das kann sich natürlich alles ändern. Ich mache auf jeden Fall jetzt ein Käsesandwich für die Kinder, Obst und Gemüse aufschneiden. Bruno bekommt das Unschuldslamm, das ist das Trockenfutter von uns, von Dogs & Tiger. Und nur eine kleine Info an dieser Stelle, meine Lieben. Es gibt jetzt einen neuen Rabattcode, der heißt ISANEU20 und da könnt ihr als Neukunde 20% auf das Hundefutter sparen. Probiert es gerne mal aus, besonders die Snacks sind sehr beliebt bei uns, auch gerade zum Trainieren oder so. Und diese hier, das ist jetzt noch eine alte Verpackung. Es gibt schon viel hübschere Verpackungen, aber die müssen ja auch aufgebraucht werden. Unser Futter von Dogs & Tiger ist ohne Zucker und ohne Getreide und es hat einen besonders hohen Fleischanteil. Unsere Filets, also unsere Snacks, sind aus 100% Filetfleisch. Da weiß man, was man hat. Und das Nassfutter ist auch sehr hochwertig. Wir haben auch ein Kräuterpaket mit drin für schönes Fell, für eine gute Verdauung. Und das Coole ist, es gibt auch ein bisschen was zu feiern. Denn wir sind jetzt in über 1200 Filialen in Österreich und zwar im Spa Österreich, also an alle Österreicher da draußen, die uns schauen, guckt gerne mal vorbei. Da gibt es auch immer tolle Aktionen, jetzt ganz aktuell am Wochenende gibt es Rabatte aufs Trockenfutter. Falls ihr Dogs & Tiger irgendwo mal entdeckt, markiert mich gerne auf Instagram und Dogs & Tiger und dann reposte ich gerne eure Beiträge und auch immer Feedback her, das wäre auch super wichtig für uns und wir haben jetzt auch einen Kundensupport über WhatsApp. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr da auch immer hinschreiben. Ihr findet alle Infos in der Infobox. So, ich habe jetzt alles abgeräumt vom Tisch. Ich hatte noch Tee gestern Abend mit Alex. Machen wir immer gerne einen Tee und dann Kuchen dazu. Nicht das Beste für die Kalorien, aber es ist schön, wenn die Kinder schlafen, einfach mal noch zusammensetzen. Mädels, soll ich einen Frühstücksüberraschungsteller machen oder Cornflakes? Überraschungsteller! Okay. Wasserzuteller! Ja, mache ich euch. Und gleich kommt die nächste Runde, dann gehe ich mit Heidi raus. Wir haben ja auch hier in unserer Nähe einen Hundepark, da gehen wir mit unseren Hunden hin. Und unsere Hunde laufen am besten frei. Also hier gibt es keine Leinenpflicht, außer es ist an den Parks ausgeschrieben. Aber ansonsten gehen wir immer ohne Leine, weil die gut mitlaufen und die hören. Und das hier sind alles Mangos und ein Pfirsich.
aus dem Supermarkt, aber das hier sind alles Mangos aus unserem Garten an der Quinta. Oh mein Gott, die sind richtig orange innen drin, die man im Supermarkt bekommt, sind gelb. Ich wette mit euch, die sind noch viel süßer hier. Ich mache immer einen Mango-Igel. Das essen die so sehr, sehr gerne. Also was sich bei unseren Kindern verändert hat, seitdem wir hier leben, dass die gerne süß morgens essen. Nicht mehr dieses deftige Butter mit Käse wie in Deutschland, sondern wirklich gerne süß. Pancakes, eine Waffel, weil hier isst man auch voll gerne süß morgens. Es gibt so kleine Käsekuchen zum Beispiel oder süße Croissants. Sunny, Aua. Sunny hat Aua? Ja. Warum hat Sunny Aua? Und Sunny. Streichelt sie mal richtig. Der Mond. Wenn man die in Ruhe lässt, sind die lieb, ne? Aber gepiep. Oh. Ja, die sind lieb. Aber wir lassen die in Ruhe, damit sie hier alle schön bestäuben können, die Pflanzen. Die Bienen sind lieb. Wir machen Honig für uns allen. Genau. Alex müssen auch jeden Augenblick landen. Papa landet gleich mit Leona. Dankeschön. Oh mein Gott, Moritz! Ich wollte gerade was filmen. Alex ist auf jeden Fall gut gelandet. Der Flug war ruhig, das ist immer schön. Ich mag das auch nicht, wenn Turbulenzen sind oder so, dann kriege ich immer direkt Angst. Ich putze jetzt meine Zähne, mache meine Zahnspangenpflege, Deo, Gesicht waschen. Dann ziehe ich mich an. Und dann ist auch schon Zeit, zum Baumarkt zu fahren. Dann kommt unsere Kinderfee. Die Kinderfee geht heute in so einen Outdoor-Spielplatz. Kennt ihr, ne? Trampoline, Rutschen, Bällebad. Sofa ist abgebaut. Ich schaue jetzt mal, ich habe hier Flecken auf dem neuen Sofa. Es bleibt einfach mit Kindern und Hunden nicht aus, auch wenn wir es immer abdecken. Hier sieht das viel besser aus, wo die Decke drüber liegt. Jetzt versuche ich das mal. Ich habe auf jeden Fall einen Trick gesehen, dass man so einen Spülmaschinentab nehmen soll. Dazu Kaisernatron und dann das Ganze mit so einem Deckel und einem Tuch abreiben. Schauen wir mal, ob das klappt. Das würde ich aber nicht bei farbigen Stoffen ausprobieren, weil da halt auch Bleichmittel drin ist. Ne? Und das Ganze wird wohl mit heißem Wasser aufgekocht. Ich hoffe nur, dass am Ende das Sofa nicht pink wird hier. Live-Test. Natürlich heiß. Ich habe mir jetzt mal was anderes zum Sauermachen genommen. Man sieht hier richtig an dem weißen Tuch, wie dreckig das ist, da wo ich geputzt habe. Ja, Fazit, funktioniert gut. Das Handtuch ist auch übelst dreckig, nimmt die Kamera nicht so gut wahr. Ich glaube, es könnte klappen, dass es, wenn es trocknet, sauber ist. Frieda ist hier am Malen und am Rechnen. Das ist ein kleines Lernheft. Ich habe es noch nicht geschafft, mich umzuziehen, aber ich dachte mir, das macht eh gar keinen Sinn. Weil wir uns gleich schmutzig machen werden. Ich war jetzt eben schnell im Baumarkt. Ich habe die Kamera allerdings nicht mitgenommen. Außen ist die Baustelle los. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, du brauchst dich gar nicht umziehen, du wirst gleich eh voll sein mit Staub und Farbe. Wir essen jetzt Mittag und ich habe einen kleinen Foodhaul gemacht, nur so Snacks für heute Abend fürs Board. Ja, draußen wird gestemmt. Ich bin auf Toilette. Okay, haben wir einen Donut? Ja, mit euch einen Donut. Und die Kekse? Ja, aber auch Nudeln essen. Kommt zu nix. So. Genau. Ich zeige euch gleich auch nochmal, was ich zum Abschleifen gekauft habe. Ich habe mich ein bisschen beraten lassen und ich hoffe, dass das Schleifgerät auch für Alex in Ordnung ist, weil das brauchen wir auch an der Kinder. Mein schöner Dutt hier oben. Ich habe mir neben dem Supermarkteinkauf habe ich mir auch noch ein neues Deo bestellt. Ich hoffe, das ist gut. Das ist von Rexona.
Drogerieprodukte sind hier leider ja recht teuer. Jetzt aktuell benutze ich das von Dove, da wechsle ich gerne mal. Und dann habe ich noch mitgenommen so einen 3D-Schwamm. Kennt ihr alle den Beauty Blender? Das sieht jetzt so aus, es hat hier nochmal so eine abgeflachte Form. Den werde ich gleich schon mal nass machen, einmal auswaschen, nur für mein Make-up. Aber ich benutze das aktuell fast gar nicht, weil es Sommer ist und man eh schwitzt. Aber für zwischendurch brauche ich das mal. Und ich habe eine neue Mascara, die muss ich ausprobieren. Normalerweise benutze ich immer die Double Wear, aber die ist jetzt leer und die ist recht teuer. Deswegen wollte ich mal das hier ausprobieren. Wenn ihr irgendeinen Tipp habt, sagt gerne Bescheid. Das ist voll lustig. Alex hat mir gerade geschrieben, der ist jetzt Döner essen mit Leona. Leona hat nicht nur Falafel-Döner. Und hier auf Madeira gibt es keinen guten Döner. Also es gibt zwei Dönerläden, die sind so okay, aber das kannst du halt nicht mit Deutschland vergleichen. Das, was wir so aus Berlin kennen. Und auf jeden Fall ist er gerade in Portugal, Lissabon, Döner essen. Und er hat sich mit dem Verkäufer oder dem Besitzer unterhalten. Und er hat früher Döner in Köln verkauft und ist dann nach Lissabon gegangen, um da Döner zu verkaufen. Und der kommt dann nächstes Jahr nach Madeira, um Döner zu verkaufen. Weil ich sagte, der ist übelst lecker, da können wir uns wahrscheinlich freuen, dass wir hier mal eine richtige Dönerbude kriegen. Jetzt fehlt noch Currywurst, Pommes. Aber hier entwickelt sich das alles so schnell. Also wenn man sich so mit Einheimischen austauscht, die sagen, vor 5 Jahren gab es hier kein Sushi-Restaurant. Das sieht hier immer so ein bisschen katastrophal aus, aber es war die beste Entscheidung, hier dieses Drehtablett hinzustellen für all unsere Sachen, die wir fast täglich brauchen. Das ist viel besser, das Trockenshampoo ist leider schon leer. Und hier muss ich auch mal aufrollen. Das sind übrigens meine Gummis für die Zahnspange. Oh Gott, hier sieht es aus. Ich mache es schnell, die Kinder sind am Essen. Ich kann das dann nicht so liegen lassen, weil mich das dann stört. Ich kriege bald wieder meine Tage und habe ich eben mal so eine aktive Phase davor. Wir machen das jetzt hier mal eben schnell. Plaster, einfach leere Packung. Wer kann sich von euch noch an die alten Videos erinnern, wo ich mein eigenes Anzeigezimmer hatte in der alten Wohnung und einen eigenen Schminktisch? Ich habe so gerne früher von meinem Schminktisch Videos gemacht und wie viel Schminke ich hatte. Immer diese limitierten Editionen, am liebsten wollte man alles davon haben. Das konnte man aber nie aufbrauchen. Jetzt wird nur noch das gekauft, was man auch wirklich braucht. Ach, hier sind noch Pflaster. Und sag mal, wir haben keine Pflaster. Die Kinder brauchen täglich Pflaster für irgendeinen kleinen Kratzer. Vielen lieben Dank übrigens für euer Feedback, dass ihr die XXL-Vlogs viel lieber schaut. Ich weiß, es geht nicht allen so, weil einige auch sagen, es ist schwierig, sich das immer im Alltag so spontan mal anzugucken. Die letzten Videos waren, glaube ich, nur knapp über 10 Minuten und da war das Feedback ganz deutlich, auch von den Klicks her und eure Nachrichten, dass es einfach viel zu kurz war. Das werde ich dann ändern und nicht mehr so viele kurze Videos machen. Ich habe mir mal hier Ohrringe von Herrn L. gekauft. When we wake, birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. Den sortiere ich jetzt aus, der ist so spitz zuglaufend, ich hoffe ihr könnt mich hören, aber den benutze ich nicht, das ist eigentlich glaube ich für Bronzer oder Rouge, ne? Wie viel Platz ich hier auf einmal habe. Hier sind jetzt alle meine Zahnsachen drin für meine Zahnspange. Das hier ist das Einzige, was ich noch an Kosmetik habe. Hier sind auch die Ohrringe. Das sind meine Augenpads. Die muss ich aufbrauchen. Da hat letztens, glaube ich, Moritz mitgespielt. Die habe ich damals schon in Berlin. Die riechen aber nicht schlecht. In Berlin habe ich die schon benutzt. Also sind schon über 2 Jahre alt. Hier steht nach dem Öffnen 24 Monate, also 2 Jahre. Ich werde sie jetzt einfach aufbrauchen. Einige sind schon gerissen, muss man sich dann halt passend zusammensuchen. Nein, da ist nicht mehr viel. Sind ja alle kaputt. Da hat mein Sohn drin rumgespielt. Ein paar Wale haben überlebt, aber die sind echt gut. Die brauche ich jetzt noch auf. Dann sind die weg. Habe ich einen Nagellack, weil es mal wieder Zeit wird.
Nägel zu lackieren und ich habe Lust auf Weiß. Das ist mein Bodycream. Schon gut benutzt. Benutze ich für den ganzen Körper nach dem Duschen. Genau, ich habe 2 Augenbrauen-Gels. Einmal von Bobbi Brown. Ich glaube, das ist Benefit, ne? Ja, dann dieses hier. Das habe ich mal kostenlos zugeschickt bekommen. Von Aslan Beauty. Dann eine sehr deckende Tagescreme. Ups. Die benutze ich nur, wenn ich mal ausgehe. Ein Bronzer, den benutze ich aber als Puder, einen Pinsel und einen Foundation-Pinsel. Den Lip Liner benutze ich auch als Lippenstift. Hier noch von Aslan Beauty eine rosa Lippenstift. Mascara. Ja. Und hier noch Foundation. Ein Gloss habe ich hier auch von der Marke Kaya. Banana Beauty. Und das reicht mir. Ein Blush und Highlighter habe ich gar nicht. Das habe ich früher immer gesammelt. Wir haben jetzt die Farbe, eine Base und einen Topper. Nennt man das so? Können wir auch so machen. Ich habe nochmal sowas mitgenommen. Einfaches Papier für unsere Fußleisten. Mama, ja? Wir können die Farbe aufmachen und dann so rollen. Nein, das machen wir nicht. Wir müssen mal ein bisschen drücken. Das hier ist der Kleber, den ich brauche für das Spielzeug. Genau, Pinsel und Rolle für die Ecken. Das ist für das Schleifgerät. Und er hat mir dieses hier empfohlen. Es gab auch eine deutsche Marke. Allerdings hat er das hier empfohlen für die Qualität. Und deswegen nehmen wir das. Das ist mit Kabel, das andere war mit Akku. Oh, das ist schön klein und handlich. Ach, hier hinten kommt der Filter drauf. Deswegen schleifen wir jetzt den Tisch ab, lackieren ihn. Ich bin nicht so handwerklich begabt wie Alex, aber das sollten wir hinkriegen. Ich brauche zwischen 80 und 180er Körnung. Ich habe jetzt hier eine Tasche, da ist ein Schraubendreher drin, um das Schleifpapier in die Maschine zu bringen. Es geht los, Mädels! Ja! Yay! Ich habe einen Schraubendreher gefunden. Ich musste extra Alex einmal in Portugal, ich sag mal Portugal, Lissabon anrufen. Hier ist ein Schraubendreher drin. Die Mädels waren so lieb und haben alles zur Seite gestellt. Aber so haben wir ja gar keinen Durchgang hier. Wie soll ich denn hier langkommen? Jetzt sieht das nämlich hier so aus. Und wenn ich das lackiere, kann man das besser abwischen. Auf diesem rohen Holz geht das nicht. Ich könnte auch alles einmal abschleifen, dann sieht es aus wie neu. Aber die Kinder wünschen sich das auch in Weiß. Dann sieht das alles stimmiger aus. Machen wir unsere Kinder glücklich. Und das ist ein schönes Do-it-yourself-Projekt für die Sommerferien. Ja, hör mal lieb. Wie einfühlsam. Oh, viel besser. Hier kann man nicht gerade stehen. Nie mit dem Schleifer gearbeitet, aber ich wollte mir eh mehr Fähigkeiten damit aneignen, weil ich ja auch ein paar Möbel restaurieren will für die Kinder. Sunny ist sehr dreckig. Die müssen wir heute baden noch. Tolles Programm hier bei uns, Mädels. Jetzt nicht mehr auf den Tisch setzen, ja? Ja. Jetzt hat ja keinen Halt mehr. Oh, was ist denn da für ein Dreck? Saugen wir nachher weg. Seid ihr bereit? Hier sind unsere Ohrenringe. Die ja, schau mal an. Frieda, wir fangen an. Oh mein Gott. Man kann anmalen. Wenn das abgeschliffen ist, können wir die Base drauf machen. Ich habe jetzt hier die Base, die haben wir schon in Weiß genommen, damit wir uns Anstriche sparen können. Wichtig ist immer, dass man die Farbe abrollt, nicht so eintunken mit so viel Masse, nicht so viel Farbe. Da muss man hier einmal gut abrollen. Das macht weh. Und dann gehen wir mit der Holzmaserung, das heißt, wir müssen so streichen. Und jetzt wird der Tisch weiß von euch. Super, machst du das? Wir machen jetzt das nächste. Was hast du süß gesagt? Wir haben den ersten Anstrich geschafft, jetzt kommt die Farbe drauf. Wir haben ein bisschen die Messen gemengt. Die sind dann dätzig. Also die machen das so toll. Ich glaube, wir brauchen nicht mal einen zweiten Farbanstrich. Oh. Also erster Farbanstrich sitzt. Ein bisschen fleckig, kommt aber dann, weil die Kinder aufrollen. Ne? Aber sie machen das echt toll. Danach noch Grundierung. Wir müssen gleich einen Hund waschen. Du siehst aus. Warst du im Beet? Ja, das mag sie. Oh. Ja, und wenn ich schon mal dabei bin, mache ich jetzt auch die Fußleisten. Die hat nämlich unsere Bella als Welpen abgekaut. Aber jetzt ist sie aus dem Alter raus. Die Zähne sind alle da.
deswegen werde ich das jetzt machen. Aber meine Dinge sind da mehr. Ja, deine. Mit den Fußleisten hat mich schon die ganzen Wochen getriggert. Aber es macht halt keinen Sinn, die Fußleisten zu machen, wenn der Hund noch zahnt und weitermacht, obwohl wir natürlich dann auch Nein sagen und so weiter. Aber man ist nicht immer da. Wir haben das erstmal mit Kleber abgetaped, damit der Schaden nicht noch größer wird. Sobald wir hier ausziehen, das wird ein Ferienhaus, müssen wir die Leisten einmal ersetzen. Wir werden es alles wieder hübsch machen. Aber jetzt werde ich erstmal für uns das einmal überpinseln. Das sieht hier nämlich so aus. Die Wand müsste man auch mal putzen. Ich mache hier das mal ab. Ja, das warst du. Du warst das. Und dann werde ich das einmal mit Hand abschleifen. Dafür brauche ich nicht die große Maschine. Könnt ihr das sehen? So krass. Dafür hatte ich mir das besorgt. Und das ist nicht nur die eine Fußleiste im Badezimmer noch. Ja, leg du dich da mal hin. Ne? Ja, das warst du. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Also das ist echt so... Oh, jetzt ziehe ich noch die Farbe mit ab. Aber das muss ich einmal machen. Das sind so Dinge, die mich richtig triggern. Ich muss dann auch immer da hingucken. Und das ist halt einfach mal unser Haus. Das muss nicht sein, dass man das so lässt. Ich habe, wie gesagt, darauf gewartet, dass sie aus dem Boden raus ist. Das muss gemacht werden. Ich habe hier noch einen nassen Schwamm, falls ich den Boden komme. Oh Mann, vielleicht doch die Maschine einmal schnell holen. So, jetzt ist hier Abendzeit. Die Hunde fressen. Ihr seid schon wieder am Essen, ne? Wir waren alle im Pool. Deswegen sind die Haare noch ein bisschen nass. Ich muss da nochmal eine Kur reinmachen. Und es gibt Nudeln, aber auch noch kleine Mini-Pfannkuchen. Die sind so ultra lecker. Ein paar Früchte. Ich zeige euch jetzt mal eben schnell unten das Ergebnis. Eigentlich wollte ich auch in den Pool. Aber ich dachte mir, falls es draußen irgendeine Auseinandersetzung gibt, komme ich nicht so schnell raus aus dem Pool. Das heißt, ich gehe duschen, wenn die Kinder schlafen. Und schaut mal. Der Schreibtisch ist jetzt fertig. Ich werde morgen weiter filmen und da zeige ich euch dann, wie das fertig eingerichtet wird. Wir werden noch ein bisschen Dekoration kaufen, Einrichtungen machen, den ganzen Tisch. Ich finde, das haben die Mädels echt toll gemacht. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Tischunterlagen kaufen. Ein bisschen hübscher gestalten. Es passt jetzt alles so mehr zusammen mit dem Bett, finde ich. Und wir hatten eine gute Beschäftigung. Wir haben jetzt 3 Stunden wirklich gebraucht, auch für den Tisch. Aber war schön. Die Kinder hatten vor allen Dingen unterm Tisch Spaß zu streichen. Ich habe alle nasse Sachen aufgehangen, ich habe die Blumen gewässert, ich habe den Garten gesäubert, den Schirm muss ich noch einklappen. Und dann habe ich es, glaube ich, für heute Abend. Dann kann Moritz gleich auch ins Bett. Was wird da oben quiekt? Ich bin hier unten. Tür ist offen. Ich habe übrigens die Haustür die ganze Zeit offen, damit sie auch raus kann. Ah nee, sie ist noch zu. Wasser habe ich aufgefüllt draußen. Geschafft. Ich glaube, morgen nehme ich mir die Möbel vor. Die sind ultra dreckig aus. Ich glaube, morgen werde ich ja auch mal mit dem Trick von heute Morgen arbeiten. Das Sofa ist so viel besser geworden. Und das Gute ist, ich glaube, wir haben die Hunde so erzogen, dass sie wissen, dass sie nicht über diese Schwelle dürfen. Genau. Jetzt setzt sie sich hin. Ciao, Bella. Kannst außen rum. Ich mache jetzt hier noch mal kurz die Klima an. Jetzt sehe ich gerade diesen Stapelturm. Ich habe den Kleber gekauft, mache ich auch morgen. Ich glaube, wir haben heute genug geschafft. Ich mache noch einen Mückenstecker rein. Nicht hier im Schrank. Babyfon brauchen wir übrigens nicht mehr, weil er rauskommt aus seinem Zimmer. Wir überlegen jetzt auch langsam bei Moritz auf ein Einzelbett umzustellen. Da kann man sich auch mal mit reinlegen, wenn er nachts wach wird. Also hier komme ich nachts auch rein und lege mich dazu, aber es ist super ungemütlich. Genau, ich würde mich erstmal an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne Kommentare da, ob ihr öfters solche langen Videos sehen wollt. Und ich würde sagen, bis schon ganz bald. Ciao, ciao.